Herzlich willkommen zu Nackt in der Wildnis. Heute geht es um eines der nervigsten Fahrradthemen überhaupt, genau, Tubeless. Wie ihr seht, mein Fahrrad hier, Gravelbike, hier Rennrad. Generell bin ich noch nie mit Tubeless gefahren, habe mit Schlauch bisher auch nicht so viele Probleme gehabt. Aber ja, Tubeless ist ja so eine Sache. 50% mögen es, 60% definitiv nicht. Andere probieren es aus und danach, bam, siehst du aus wie nach 60 Minuten Pornhub. Läuft. Und da ich jetzt eh vorhabe, meine Reifen zu wechseln, habe ich überlegt, probierst du es nicht, jetzt ist die Chance. Der Campagnolo Levante Laufradsatz ohne Felgenband ist eh dafür gemacht. Und von daher, ja, was kann schon schief gehen? Außer alles. Was wir hier verbrauchen, ist die Standpumpe, meine Laufräder, wie gesagt, der Campagnolo Levante. Hier das alte Profil, Schwalbe Givon Ultrabyte. Richtig, richtig fettes Profil. Kann Geröll ab, kann sonst was ab. Und ich ersetze diese durch die Schwalbe Givon Byte, weil sie einfach mal ein bisschen schneller sind und trotzdem ein sehr schönes Profil haben. Und nur zur Info, am Rennrad fahre ich generell eigentlich ziemlich gerne diese Rotan-Reifen. Mag nicht jeder. Persönlich habe ich mich jetzt für das Tubeless Set von Makov entschieden. Einfach mal, ja, die Auswahl ist schwer. Ich habe sehr viel Gutes über Stance gehört. Ich glaube, Schwalbe hat was und ja, es gibt so viel Angebot. Und das allerdings soll sehr gute Eigenschaften haben, soll nicht zu doll krizzeln, soll Löcher bis 6 mm stopfen und ist ohne Aminosäure, was eure Karkasse nicht so angreift. Also eigentlich habe ich darüber nur Gutes gehört. Inhalt der Box, 2 Milchpackungen, 2 Ventile und das war's eigentlich. Und ob das Ganze funktioniert oder ich alles fluchend in die Ecke schmeiße, seht ihr in diesem Video. Von daher viel Spaß! So, klappt nächster Tag. Ich habe mich gestern spontan tätowieren lassen, deswegen musste ich los. Jetzt geht's heute weiter. Makov gibt eine Empfehlung mit, was etwa in den Reifen rein soll. Beim Rennrad zum Beispiel so 30 bis 40 Milliliter. Wir machen hier jetzt so ca. 70 Milliliter rein. Dann habe ich eine Packung, habe die andere gespart für Frühjahr, was auch immer. Und ja, mal gucken, ob es klappt, ob es nicht klappt. Was ich mir gleich mitgekauft habe, ist noch so ein Multitool, so Flickzeug mit diesen Würsten fürs Tubeless. Haben es besser als brauchen und ja, jetzt werde ich mich einfach mal unheimlich blamieren. So. Der Vorteil an dem Campagnolo Levante ist ja nicht nur, dass wir einen asymmetrisch eingespeichten Carbonlaufradsatz haben, nein, außerdem haben wir auch kein Felgenband, weswegen der Reifen sich vermutlich sehr gut raufziehen lässt, selbst so ein störrischer Schwalbe Givon. Und vermutlich wird der Mantel wenig bis gar nicht eiern, da wir halt kein Felgenband haben, was ein ziemlich guter Vorteil ist. Willkommen bei Just Road Bike, stellt sich dumm an. Wie macht ihr das eigentlich? Wenn ich einen Reifen raufziehe, fange ich immer auf der Gegenseite vom Ventil an, weil wir am Ventil ja den geringsten Druck haben. Und beim Runterziehen mache ich das halt genau andersrum. Wie macht ihr das so? Ist ja auch so ein Mythos. Jeder macht das anders. Manchen ist es scheißegal. Von daher passt schon. Geht doch erstaunlich leichter. Prinzipiell sollte der Mantel jetzt in die Felgenwulst reinplumpen. Und ja, mal schauen. Immerhin Luft ist drin, keine Milch, kein Nichts. Scheinbar kann es funktionieren, es hat noch nicht geknallt. Der Schwalbe Givon ist sowieso ein bisschen störrisch. Und ja, dann pumpe ich jetzt noch mal ein bisschen nach. Und dann gucken wir mal. So, wie gesagt, es ist mega geil. Der Reifen eiert kein bisschen. Er ist wunderbar in der Felge drin. Ich würde das fast dem Laufradsatz zuschreiben, weil der Schwalbe Givon ist schon manchmal ein bisschen störrisch. Hat dafür einen sehr guten Pannenschutz. Ist vielleicht ein bisschen weich, aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Laufradsatz. So, jetzt beginnt die große Sauerei. Wir schrauben das Ventil raus und dann füllen wir die Schmatze ein, wie gesagt. So circa 70 Milliliter.
Ja. So, das Wichtigste ist erledigt. Das Ventil ist draußen. Natürlich mit einem Ventilschlüssel rausgeschraubt und nicht mit einer Zange. Das Coole an dem MacOff ist, wir haben eine Skala. Deswegen kann ich so ca. 70 ml abschätzen, die ich reinfülle. Und das Ganze ohne Sauerei direkt übers Ventil. Oder was davon übrig ist. So, das Ganze wird jetzt in etwa so laufen, dass ich die Tüte über das Ventil stülpe, 70 ml einfülle, das Rad dann wieder ganz bequem nach oben stelle, ohne mich zu blamieren, ohne groß rumzusauen. Und dann haben wir eigentlich schon Tubeless. Also mal so ganz nebenbei, ist es jetzt für mich nicht wirklich an dieser Skala zu erkennen, wie viel ich hier eingefüllt habe. Aber das ist, glaube ich, eh eine Gefühlssache. So, prinzipiell war es das Ganze schon. So, es hat rein gar nichts geknallt. Ich habe den Reifen jetzt bis ca. 5 bar aufgepumpt. Die Milch ist drin, der ganze Spaß kann sich noch ein bisschen drehen. Und jetzt muss ich das nur noch hinten machen. So, willkommen im Land der vielen, vielen Unterbrechungen. Mittlerweile kam ein ganzer Batzen Hundefutter, meine neue Winterschuhe von Lake. Richtig fette, fette Moonboots. Und jetzt baue ich endlich das Hinterrad aus und mache das Ding auch tubeless. Wem es interessieren sollte, sind die Lake MZ400 oder so ähnlich. Ich verspreche mir von diesen Schuhen richtig, richtig viel. Zuerst wieder die Luft raus. Den Mantel vom Felgenbett runternehmen. So, jetzt einfach durchziehen. Den Reifen runter. Dann mache ich das Laufrad noch ein bisschen sauber. Und den Spaß kennt ihr ja. Wie gesagt. Eigentlich muss ich sagen, es ist ganz easy. Vielleicht liegt es ja wirklich am Laufradsatz. Weil ich habe bisher von Tubeless, wie gesagt, mal Gutes und mal sehr viel Schlechtes gehört. Erneut, wie gesagt, der Reifen eiert so gut wie gar nicht, ohne Milch, also ich glaube, das ist ein ganz vernünftiger Laufradsatz. Wir schrauben das Ventil raus, am besten ohne mein Ventil durch den Raum zu schießen. Stülpe die Tüte übers Ventil und jetzt drücke ich den Spaß einfach in den Schlauch, den ganzen Rest. Weil es müssten so etwa 60 ml sein, vielleicht 70. Und wie man sieht, habe ich absolut keine Sauerei. Wisch das Ventil nochmal sauber, mein Ventil wieder rein, drehen. Jetzt pumpen wir den Spaß wieder auf. Und plötzlich sind wir tubeless. So, und das war eigentlich schon der ganze Zauber. So, so, kein. So, 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 jetzt bildet die große Sauerei. So, 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 es hat rein gar nichts geknallt. So, 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 jetzt einfach durchziehen. So, 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 jetzt. So, und das war eigentlich schon der ganze Zauber.